Moin moin allerseits und willkommen zu einer neuen Dattelzeit hier mit Rimworld, wo so langsam ja erstmal die vorhandenen Schäden ausgebügelt werden, aber auch die Mechanoide wegtransportiert, damit aus denen irgendwie Joghurtbecher und Co. gemacht werden können. Ist ja auch gar nicht mal so unwichtig. Ja, was ich letzte Folge ganz vergessen habe, wir haben hier auch wieder männlichen Kolonisten mit Wolle, ne? Da können wir eigentlich mal sagen, Mensch, denn Wolle, auch wenn das lustig ist, dass ausgerechnet Wolle Schneider ist, da war noch der, ich weiß nicht, HZKO. Der wollte unbedingt auch einen Kolonisten haben. Und wer bin ich, das zu verweigern? Kriegt er natürlich. Ich meine, wenn wir schon so schön Kolonisten dazu bekommen haben, dann nur allzu gerne. Da bin ich immer bereit. Wir haben quasi noch Semi offen. Wir haben Macy. War das mal eine benannte? Oh Gott, ich habe teilweise gar nicht mehr einen Überblick. Tau. Tau bleibt aber Tau. Tau wird nicht umgenannt. Das ist dies fester Bestandteil. Da geht nichts drüber. Kai ist, glaube ich, als Kai rekrutiert worden, soweit ich weiß. Borbakai, ja. Hat nicht mal einen Spitznamen. Die Macy ist auch hier Macy French. Die hat auch keinen wirklichen Spitznamen. Tracy, das ist natürlich hier eine, die benannt wurde. Auf jeden Fall. Zero Tau. Wie hieß T-Bobt eigentlich? Gucken wir doch mal. Was sagt denn Tau? Tau heißt Villa eigentlich. Villa Gibson. Aber die Freunde nennen sie alle nur Tau, weil sie so schön wie ein Tautropfen auf einem Grashalm ist. Irgendwie so. Ah ja, hier müssen wir ja mal eine Sitzecke irgendwie ausklabüsteln. Wäre gar nicht mal so schlecht. Das müssten wir hier irgendwie umgesetzt bekommen. Wobei, wenn wir hier nur ein bisschen Rasenfläche wegnehmen, dann wäre es so gar nicht so schlimm. Ah, hier sind die ganzen... Nee, das ist Reis schon alles. Auch wenn hier noch Kartoffels wachsen, aber Kartoffels sind auch nicht für die Ewigkeit. So viel kann ich euch schon mal versprechen. Bis zur Unendlichkeit und noch bis weiter zur Kartoffel. So, das machen wir auch nochmal so hier. Sicher ist sicher, mehr oder weniger. Warte mal, wenn ich hier schon, dann kann ich auch das hier finalisieren und hier darf ich auch nochmal durchmachen. Da sollen wir uns mal nicht so anstellen. Nicht am falschen Ende sparen. Atomkraftwerk, ja, da habe ich auch noch ordentlich Power nach, die ich irgendwo loswerden muss. Zum Beispiel, indem ich Beleuchtung baue, das wäre gar nicht mal so schlecht, habe ich mir sagen lassen. Ui. Alles hier. Bam. Oh, und das muss, glaube ich, noch weggebracht werden, alles. Das ist doch schon mal ordentlich was wert. Ach genau, da kann man ja wieder auch Schlacke einschmelzen. Das ist eine Idee. Und wir wollen ja Jess eigentlich rekrutieren. Da würde mich mal interessieren, wie ist der Fortschritt? Ach, Scheiße, wir brauchen mehr Betten. Fuck. Warum sagt denn niemand was? Ja, überlegen reicht erstmal. Dann machen wir da doch hier noch Betten rein. Weil können wir ja auch die hier irgendwie installieren. Aber die besseren bitte. Da haben wir doch noch was. Oh, nächster Überfall. Ei, Frau Bübstur. Ja, da kann man mal sehen. Warte mal, das nehmen wir weg. Und dann nehmen wir noch das hier mit. Und gucken dann gleich, was für ein Überfall da kommt. Uns kann doch eh nichts mal was antun. Deswegen erstmal hier Kolonie. Gell? Und unsere Tierwelt darf sich auch mal wieder zurückziehen.
Ah, diesmal wieder menschliche Gegner. Man mag es kaum glauben, aber die gibt es auch noch. Nö, da gucke ich doch mal, ob die... Ich glaube, da muss ich gar nicht mal selbst eingreifen. Hm. Ich hoffe mal, Bradley ist clever genug. Der lebt gefährlich auf jeden Fall. So, Raven hat es auch noch reingeschafft. Gar nicht mal so schlecht. Wenn der draußen gewesen wäre, wenn die da alle über uns wegbügeln, das wäre nicht so schön gewesen. So. Tja, der erste wurde sofort erwischt. Das ist ja Pillepalle, der Überfall hier. Oh oh. Okay, die rufen alle nur tot, tot. Wobei, oh, die können doch ganz schön garstig sein, habe ich den Eindruck. Aber gleich sind die eh am Weglaufen. Ihr werdet schon sehen. So, sagte ich doch, die sind gleich am Weglaufen. So, da dürfen wir gerne mal ein paar Waffen mitnehmen. Die kann man ja immer noch einschmelzen, haben wir ja gelernt mittlerweile. So, dann haben die sonst noch irgendwelche lustigen Dinge dabei. Oh, wir können ja sogar welche gefangen nehmen wieder. Das wäre ja die Idee. Warte mal. Sind nur zwei, die überlebt haben, glaube ich. Oder? Tiny. Lebt er auch noch? Ja! Tiny lebt noch. Und der lebt auch, oder? Nee. Der ist, nicht mehr so richtig frisch. Da war noch der andere Überlebende, genau. Ich erinnere mich dunkel, dass da noch was war. Aufreibend und erschütterlich lahme Ende. Ugh, das ist irgendwie so ein bisschen nicht wirklich befriedigend. Oh, hier haben wir auf jeden Fall Tierchens, die wir jagen können. Nebenbei gesagt, kann ich mal wieder unbeschränkten Zugriff machen und auch die Tiere kommen. Diesmal lasse ich die nicht ganz so lange warten. Und noch immer wäre es mir lieber, wenn hier mal so richtig Bambule wäre von einer Tierhorde, die uns zerfleischen will, die ich dann zerfleische, um das Fleisch zu nutzen, um gebratenes Fleisch daraus zu machen. Das wäre so Optimalfall und wurde noch immer nicht eingesammelt. So ein Mist. Schande aber auch. Ding, ding, ding. Ja, können die sich ruhig noch so lange unter Schmerzen winden. Sturmgewehr, das wollte ich doch. So schaut es doch aus. Warte mal. Die sind jetzt einmal hier rumgelatscht. Wollen die nochmal angreifen oder was? Ich dachte schon. Nö, wir gehen denn einfach mal mit einem kleinen Grüppchen auf Jagd. Können wir ja mal... Nehmen wir die vier... Nee, Dönerella nicht. Sammy, komm mit. Dönerella, du gehst wieder irgendwelche andere Dinge machen. Du bist zu langsam. Oh, June ist nicht mehr im Laufrausch. Sowas aber auch. Mal sehen. Wir brauchen irgendwie wieder so eine dicken Elefanten oder Muffalos oder so. Das Essen wird nämlich, glaube ich, wieder ein bisschen... Ja, wird ein bisschen knapp. Und mal so gesagt, Chili ist nicht das Leckerste. Müssen wir noch sehen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel von der Bumalope denn verdaulich überbleibt. Das ist ja auch immer so eine Frage. Ja, nee, das ist in Ordnung.
die dürfen auch angefasst werden, habe ich nichts gegen. Und da können sich andere drum kümmern. Das ist nicht unser Bier. Das Ding haben wir dann auch gedödet. Ah, da kommen sie alle rausgerannt. Um irgendwie zu löschen, Bumalope, was heißt zu retten, das Fleisch zu retten. Soweit es halt geht. So, das können wir auch dann auch mal töten. Natürlich gefuttert werden. Wer bin ich, das zu verbieten? Jagen wir dann eben anständigere Dinge erstmal. Wieso rennt hier nichts Großes rum? Ich möchte nur etwas großes Getier haben, das man richtig schön in Wurst reinstecken kann. In eigenen Darm gequetscht und serviert. So gesehen ist Wurst eigentlich eines der perversesten Sachen, ne? Okay, Haggis schlägt das Ganze natürlich nochmal. Weil beim Haggis Innereien im Darm oder so. Nee, im Magen, glaube ich. Haggis war im Magen. Schottische Spezialität, die ich, glaube ich, nie essen würde. Weil ich es allgemein mit Innereien nicht so wirklich habe. Ich bin ja immer so eine... So eine kleine Mimöse bin ich. Ich mag auch so absolut Fleisch mit ganz viel Fett mag ich gar nicht. Da bin ich auch so ein bisschen... Das mag ich nicht. Ich mag lieber, ja, in Anführungsstrichen trockeneres Fleisch. Wenn andere von Schwarte oder sowas nie genug bekommen können, aber das ist überhaupt nichts für mich. So. Auch wenn ich sonst gerne Fleisch esse, aber ich bin trotzdem wählerisch. Und am liebsten Geflügel. Von daher, lecker Strauß. Geht immer. So, jagen wir auch hier noch ein bisschen. Warum nicht? Oh, seltene Thrombus. Jo, da haben wir doch unsere Nahrung. Ist doch perfekt. Und das ist auch unser neuer HZKO hier. Warte mal. So. Jetzt aber. So, und ihr dürft erstmal gehen. Wir kümmern uns dann ja um die Thrombus. 3 Stück sind es mal wieder. Joa. Kann man sich mal gönnen, auf jeden Fall. Oh, Semi ist ja, glaube ich, etwas mobiler veranlagt, oder? Asthmatiker. Der vielleicht. Ja, mehr oder weniger. Und eine Besuchergruppe, warum nicht? Seid mir gegrüßt, macht... Oh, scheiße. Besuchergruppe ist so gar nicht gut für mich gerade. Für Gäste. Ja, dann installieren wir das am besten auch noch. Und gucken mal, was unser Rimkea noch hergibt an Betten. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Das Holz dafür haben wir auch. Das ist jetzt nicht so das Problem. Was haben wir denn hier? Ein Sturmgewehr. Ja, das nehmen wir auch mit. Und... Nee. Ah, Stromkabel war da. Ja, das muss man natürlich auch mal sehen erstmal. Eischwei. Haben wir hier noch irgendwelche Zimmer, die wir zweckentfremden können? Ja, hier können wir theopraktisch. Für Gäste.
können sich zumindest ein paar Leute nochmal... Ach, ein Gast, der mal so ein bisschen Ausraster hat. Schon mal was anderes. Warum nicht? Wir haben ja Tau. Allzweck-Tau kann da schon alles wieder ausmachen. Ja, brenn meine Felder nieder, das habe ich gerne. Aber lieber so als, ne? Oh, das ist José. José trägt sicherlich auch immer eine Unterhose. Nee, wollen wir doch mal gucken. Was kann José dann? José kann Dinge anzünden. Das hab ich irgendwie gerne. Das ist dann ja noch eine. Wieso haben wir hier so viele Pyromanen rumlungen? Die tratschen gemütlich. Ja, warum nicht? Aber hier, ich muss doch mal gucken, wie sieht es mit Jazz aus? Wo ist Jazz? Jazz, wo bist du? Mal was anderes quasi. Oder ist das schon wieder eine andere Gruppe hier? Nee, da ist Jazz. Jazz hat sozial. Nicht so viele gute Kontakte. Schade, das wird wohl nichts mit dem Rekrutieren. Aber es wird auf jeden Fall was mit dem Beenden der Folge. Goldiger Übergang. Ja, die Folge ist mal wieder zu Ende. Wir haben jetzt wieder 43 Bauteile. Wir haben ein kleines bisschen Stahl wieder auf Lager. Plaststahl ebenfalls. Es läuft bestens. Also seid mit dabei, wenn es weitergeht. Tschüssikowski.